أكم من دون الله إن كنتم صادقين. Grob übersetzt: Und wenn ihr im Zweifel seid, im inneren Zweifel bezüglich dessen, was wir auf unseren Diener, gemeint den Propheten Muhammad s.a.w., herabgesandt haben, gemeint koranische Verse, so kommt mit einer Sura, die diesem entspricht, und ruft dabei eure Zeugen an, gemeint die Gottheiten, zur Erklärung, min dunillahi, die eben nicht Gott sind, die eben nicht Allah sind, das was außerhalb Gottes ist, in kuntum sadiqin, wenn ihr denn wirklich Siddiq zeigen könnt und wollt. Das könnt ihr aber nicht, wird impliziert, denn in der nächsten Aya, und deswegen habe ich das Beispiel ausgewählt, wird es parademäßig direkt ad absurdum geführt. Und wenn ihr es nicht tut, und ihr werdet es gar nicht können, im Nebensatz. Und dann geht es weiter, so fürchtet ein Feuer und so weiter. Wichtig ist hier, bei diesem und bei anderen Beispielen, die insgesamt in dieser Sinngebung 28 Mal im Koran vorkommen, in dieser speziellen ironischen Art, dass hier gesagt wird, ihr könnt das, was ihr da behauptet, gar nicht Haq, Wirklichkeit werden lassen. Es ist eine Lüge, wenn ihr das behauptet, und es ist ein nichtiges Unterfangen, denn وَلَن تَفْعَلُوا, ihr werdet es nicht tun können. Das ist eine Verwendung von Siddiq im Negativen. Betrachten wir einmal als Abschluss den Begriff Sadiq und Siddiq. Sadiq leitet sich eigentlich ab von dem Begriff Sadaqa. Gemeint jemand, der Siddiq zeigt oder bezeugt oder zum Ausdruck bringt oder werden lässt. Sei es mit seiner Zunge, sei es mit seinen Handlungen. Die meisten sagen mit beidem. Ähnliches gibt es übrigens auch bei dem Begriff Tasaddaqa. Das ist von Sadaqa abhängig, gemeint eine Spende, eine Gabe, wobei ich hinweise auf die Sadaqatul Fitr als Nebenerwerb, denn Sadaqatul Fitr ist naturgemäß das, was man in den letzten Tagen des Ramadan, nach den meisten gelehrten Meinungen innerhalb der letzten drei Tage, nach manchen nur innerhalb des letzten Tages, minimal aber vor dem Azan des Festgebetes abgibt. Hier könnt ihr das übrigens auch tun, das war nur als Hinweis vermerkt. Und die Sadaqa, das ist hier auch interessant, Sadaqatul Fitr heißt ja wortwörtlich nicht die Gabe wegen Fitr. Das hätte damit eigentlich nichts zu tun, sondern es bedeutet, man hat die eigentliche Absicht, die hinter dem Fasten stand, nämlich Verzicht zu zeigen und vor allen Dingen seine Begierde zu überwinden, bezeugt mit der Wahrheit durch diese Gabe. Denn durch diese Gabe, die Sadaqatul Fitr, das sollte nicht eigentlich, obwohl das heute ausgemacht wird, als Geld gegeben werden, sollte eigentlich Essen bereitgestellt werden. Der Grundgedanke bei Sadaqatul Fitr ist immer Nahrung und nicht Geld. Das ist heutzutage nur ein manchmal notwendiger Austausch, aber es liegt der Sache nicht zugrunde. Und deswegen ist im Klassischen die Art, dass jemand eine Handvoll Korn oder Datteln oder anderes gibt, eben Nahrung, auf der anderen Waagschale sein Fasten, die Bezeugung der Wahrheit, nicht nur ich habe gefastet, sondern ich möchte dem anderen sein erzwungenes Fasten, weil er arm ist, ersparen. Und das nennt man auch ein Siddiq. Und das ist der Hintergrund für den Begriff Sadaqa. Darum heißt es überhaupt Sadaqatul Fitr. Und nicht zum Beispiel Nihlatul Fitr oder geschenktes Fitr. Das hat damit gar nichts zu tun. Der Sadiq nun muss jemand sein, der ehrlich und aufrichtig handelt und durch die Praxis seinen Siddiq zeigt. Beispielsweise wird das bezüglich der Propheten, ausgedrückt, wo es nämlich heißt, in der Surah Al-Ahzab, in der 23. Aya, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, wörtlich, auf dass er die Siddiq haben, nach ihrem Siddiq befragt. Dazu wird im Kommentar gesagt, damit ist gemeint, dass die Propheten, aber auch stellvertretend von ihnen die anderen Menschen selbst, mit ihrer Zunge wahrhaftig und aufrichtig sagen müssen, was sie wahrhaftig und aufrichtig getan haben. Also die wahrhaftige Aussage über die wahrhaftige Tat. Natürlich ist das bei den Propheten positiv, aber umgekehrt würde das auch für die Kuffar und für die Munafiqin und all die übrigen Übeltäter gelten. Und das heißt, ja, in mehreren Ayat, ich hier nur andeute, dass am jüngsten Tag einige dieser Menschen, die schon wissen, dass sie verurteilt werden, versuchen werden zu schweigen und dass Allah ihre Haut und ihre Körperglieder zum Sprechen bringt. Das bedeutet, die Hand, die Übles getan hat, wird bezeugen mit Siddiq, was sie
im Sinne von Siddiq wahrhaftig getan hat. Und der Mensch ist erstaunt. Wie kannst du das tun, Urhand? In diesem Sinne. Das ist mit einem Hintergrund dieser Aya. Der Siddiq jedoch ist etwas Besonderes. Zunächst einmal sollte klar genannt sein, dass sie eine besondere Rolle haben. Es heißt nämlich, beispielsweise in der parademäßigen Aya, der 69. in der Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ungefähr in der Wiedergebung, und wer Allah und seinem Gesandten gehorsam ist, für diejenigen gilt, dass diese gemeinsam sein werden, existieren werden, mit denjenigen, denen Allah gegenüber Ni'ma, eine Gnadengabe, bereitgestellt hat, und zwar mit den Nabiyin, also Anbiya, den Propheten, erste Stufe, dann die Siddiqin direkt danach, dann die Shuhada, die um ihres Iman willen getötet wurden, was Salahin, die Salah haben. Darauf will ich heute nicht so stark eingehen. Und ihr seht, die Abstufung ist doch bezeichnend, dass die Anbiya natürlich eine Extrastellung haben, aber die Siddiqin kommen noch vor den Shuhada. Und die Reihenfolge ist, da sind sich die Kommentatoren einig, nicht frei. Sie ist gewollt. Es ist eine ganz klare hierarchische Aufzählung. Man müsste jetzt fragen, was ist denn nun die Eigenheit eines Siddiq? Ein Sadiq ist jemand, der aufrichtig ist in seiner Handlung und Korrektes tut. Aber er bleibt im Rahmen dessen, was man üblicherweise erwarten kann. Von einem, der aufrichtig ist. Aber der Siddiq geht über dieses Maß hinaus. Parademäßig hat darum auch Abu Bakr al-Siddiq seinen Beinamen bekommen, anlässlich der Auseinandersetzung, die teilweise zwischen den Muslimen, vor allen Dingen aber den Muslimen und den Nichtmuslimen in Makkah, also in der mekkanischen Zeit noch, ausbrach, als der Prophet s.a.w. sagte, dass er des Nachts von seinem Herrn, von Allah s.w.t. zum weit entfernten Gebetsplatz, also zum Masjid al-Aqsa, gebracht worden ist, wie es im Beginn der Surah al-Isra genannt wird, das was wir später auch aus dem Beginn des Mi'raj kennen, und alle waren sich darüber uneinig. Auch viele Muslime waren sich nicht einig, wie kann das denn eigentlich sein. Aber Abu Bakr as-Siddiq sagte nur, auch das ist interessant, nenne mir, Gesandter Gottes, den Ort, wo du gewesen bist und beschreibe ihn mir, weil er schon einmal in Al-Quds Jerusalem gewesen war. Und jedes Mal sagte er, das stimmt. Und dann sagte er, ich bezeuge das. Und darum wurde er as-Siddiq genannt. Das heißt, sobald er nicht den geringsten logischen Zweifel haben muss, bezeugt er eine Sache, und selbst wenn sie eigentlich vom Normalverstand so weit fern ist. Darum ist die Kraft des Siddiq bei dem Siddiq so stark, dass er sich auf die Wahrheit der Offenbarung verlässt. Und wenn wir sagen Offenbarung, meinen wir die indirekte durch die Sunnah genauso. Wer also dieses bezeugt und dementsprechend lebt, wird eben auch als Siddiq bezeichnet und hat eine besondere Rolle inne. Damit möchte ich zunächst einmal in aller Kürze auch belassen, damit es nicht zu lang wird. Gut, Assalamu alaikum wa rahmatullah.